Wenige Wochen nach der Preiserhöhung bei DAZN werden Champions League-Fans künftig auch bei Amazon Prime für Live-Übertragungen tiefer in die Tasche greifen müssen. Wie der Streaming-Anbieter am Dienstag mitteilte, wird ab dem 15. September anstatt 7,99 Euro ein monatlicher Pauschalpreis von 8,99 Euro fällig, um die Königsklasse zu sehen. Auch das Jahresabo wird teurer. Der Tarif steigt von 69 auf künftig 89,90 Euro. Begründet wurde der Preisanstieg mit generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation. Amazon Prime hält derzeit von den Playoffs bis zum Halbfinale die Rechte an einem Topspiel am Champions League Dienstag. Paul Pogba hat sich 2 Wochen nach seiner Rückkehr zu Juventus Turin verletzt und wird den Italienern voraussichtlich lange fehlen. Der französische Weltmeister humpelte während einer Trainingseinheit vom Platz. Es stellte sich anschließend heraus, dass er sich eine Verletzung am Außenmeniskus zugezogen hatte. Daraufhin berichtete die Gazzetta dello Sport, dass dem Mittelfeldspieler sogar eine Operation bevorsteht und er bis zu 2 Monate ausfallen kann. Damit wird der Franzose auch die ersten Champions-League-Spiele verpassen. Derzeit befindet sich Pogba noch mit Juve auf Tournee in den USA. Dort soll auch der Eingriff dann erfolgen. Die ehemalige US-Torhüterin Hope Solo ist wegen Alkohols am Steuer zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Das entschied ein Gericht im US-Bundesstaat North Carolina. Zudem verhängten die Richter eine 24-monatige Haftstrafe auf Bewährung. Solo selbst hatte sich schuldig bekannt, Ende März unter Einfluss von Alkohol ein Auto gesteuert zu haben. Polizisten hatten die 40-Jährige auf einem Parkplatz in North Carolina ohnmächtig in ihrem Wagen gefunden. Der Motor lief, auf dem Rücksitz saßen Solos 2-jährige Zwillinge. Ein anschließender Test hatte ergeben, dass Solo die dreifache Menge des erlaubten Alkoholpegels im Blut hatte. Die frühere Weltklasse-Keeperin entschuldigte sich für ihre Tat und gab ihren Führerschein ab. Mick Schumacher feiert einen Social-Media-Meilenstein. Auf Instagram hat der Haas-Pilot nun die Marke von 3 Millionen Followern geknackt. Damit honorieren die Fans auch Schumachers bisherigen Erfolgslauf in der Formel 1, der beim Großen Preis von Großbritannien Anfang Juli erstmals WM-Punkte abgeräumt hatte. Bis vor kurzem hatte der 23-Jährige noch gut 2,8 Millionen Follower. Als er eine Woche später in Spielberg mit Rang 6 seine beste Platzierung in der Formel 1 einfuhr, weckte Schumacher noch mehr Interesse bei den Fans und überschritt damit die Grenze von über 3 Millionen.